nein, du bist hässlich. Alter, genau jetzt passiert's wieder. Wow, ich bin schon wieder so irre abgeglitten. Und dann dachte ich, was für ein schöner Song, wieso habe ich den nicht auf dem Schirm? Dann ist mir eingefallen, dass das wirklich nicht ist, was ich machen sollte, dem Dopamin folgen. Aber Sarah sitzt hier und redet mit euch. Ah, das sage ich den Leuten im Internet mal, weil die wissen das bestimmt nicht. Mein erster und zweiter und dritter und fünfter Impuls war, Hi, ich wollte euch nur ganz kurz daran teilhaben lassen, wie ich etwas maximal Unsinniges mache, sollte man meinen. Ich wasche meine Gummistiefel. Ich glaube, das ist wirklich nicht, was man mit Gummistiefeln macht, richtig? Aber sie werden für ein Fotoshooting gebraucht und ich glaube, man darf das Fotostudio nicht sauber machen, schmutzig machen und deswegen werden sie jetzt von unten sauber gemacht. Und von oben sehen sie noch so, ich bin viel in der Natur aus. Saubere Gummistiefel fühlen sich falsch an. Es fühlt sich einfach falsch an. Wow, ich bin schon wieder so irre abgeglitten. Eigentlich war ja der ursprüngliche Plan, dass ich Klamotten überlegen muss für ein Fotoshooting und dann kam ich auf die Gummistiefel und dann mussten die Gummistiefel geholt und gewaschen werden. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist es eigentlich sehr, sehr befriedigend, Gummistiefel zu waschen, vor allem wenn die so grell sind, weil einfach nur der ganze Sand abgeht und keiner muss schrubben und das ist super geil und super befriedigend. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gedacht, wie sinnlos ist es, Gummistiefel zu waschen. Und dann dachte ich, das sage ich den Leuten im Internet mal, weil die wissen das bestimmt nicht. Habe das gemacht, bin dann natürlich bei Instagram hängen geblieben, weil das sind neue Nachrichten. Ist schon Fernsehballett, muss ich das morgen machen? Und habe eben mehrere Sekunden gebraucht, um den Rückweg zurückzuverfolgen, von wo ich eigentlich komme gerade, nämlich Gummistiefel waschen, um das Fotoshooting-Dings vorzubereiten. Und als ich kurz davor war zu sagen, okay, jetzt mache ich es, jetzt denke ich über die Klamotte nach, ist mir eingefallen, dass man ja auch noch aufräumen muss nach dem Dreck machen, wie Erwachsener. Also habe ich erst den ganzen Sand, der jetzt noch in der Badewanne war, weggespült und bin darauf sehr, sehr stolz, weil mein erster und zweiter und dritter und fünfter Impuls war, machen wir später, das ist der Teil, der keinen Spaß mehr macht. Und ich glaube, ich habe es nur deswegen gemacht, weil ich wusste, ich mache euch dieses Video, damit ich vor mir selber beweisen kann, ganz so schlimm ist es nicht mehr. Also ja, ich habe den Sand weggemacht, aber ich bin schon wieder bei Instagram, anstatt weiter an diesem Fotoshooting zu arbeiten. Damit. Nur falls ihr jetzt denkt, ja, immer ist alles ADHS, das passiert mir ja auch mal, dass ich eine kleine Sache vergesse. So krass war jetzt der Rückweg mit den Gummistiefelproblemen auch nicht. Das denkt ihr, aber ich bin zurück in mein Zimmer gegangen, wo eigentlich die Klamotten rumliegen und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich ein Foto von hinter mir, weil da ist mein selbstgesticktes Hai und dann habe ich das auf Instagram gepostet und dachte, warum mache ich nicht eine Musik dazu? Gibt es Songs, in denen Hai vorkommt? Zack, war ich bei Taylor Swift und Hi, it's me, I'm the problem. Und dann dachte ich, was für ein schöner Song, wieso habe ich den nicht auf dem Schirm? Und dann habe ich meine Ukulele geholt und das Internet aufgeschlagen, um zu gucken, ob ich den ganz schnell auf der Ukulele lernen kann. Und dann ist mir eingefallen, dass das wirklich nicht ist, was ich machen sollte. Also die Sache ist noch nicht gegessen, nur weil ihr denkt, ja, ab und zu vergesse ich das auch mal, ist ja noch kein Ding. Und das Krasse ist, ich gucke mir dabei zu. Ich sollte daneben stehen und sagen, Sarah, it's happening again. Und dann sollte Sarah sagen, ja, komm, ich mach's anders. Aber Sarah sitzt hier und redet mit euch. Und wisst ihr, was sich da anschließt? Ich habe einfach beschlossen, mitzumachen. Mein Tag ist heute zur Abwechslung nicht so voll wie sonst. Ich habe also Zeit, um das ADHS einfach fliegen zu lassen, habe ich ein Video zu gemacht. Man sagt dazu auch, dem Dopamin folgen. Mein ganzer Körper möchte also dieses wunderschöne Wetter da draußen eigentlich haben und möchte Ukulele spielen und ein bisschen über Fliegengitter nachdenken. Und ja, vielleicht werde ich noch die Klamotte fürs Fotoshooting machen, weil die liegt ja da eh. Aber ich habe Bock, andere Sachen zu machen. Mein Geist braucht jetzt irgendwas anderes. So sehr, dass er sich weigert, die vernünftigen Sachen zu machen. Und bevor ich jetzt weiter mich blöd finde dafür oder euch unterstelle, dass ihr mich blöd findet dafür, folge ich einfach. Ist doch keiner hier. Ich schulde ja niemandem was. Also werde ich jetzt gucken, ob ich Taylor Swift auf der Ukulele spielen kann. Wie schwer kann es schon sein? Stellt sich raus, es kann ein bisschen schwer sein, weil ich den Song nicht genug kenne. Und wenn man den nicht genug kennt, dann ist es schwer, die richtige Melodie zu finden und gleichzeitig noch die Akkorde zu spielen. Und jetzt habe ich es 5 Minuten lang versucht, was nicht sehr lang ist, ich weiß das, aber nach 5 Minuten merke ich, ob ein Song schnell reingeht oder nicht, ob ich mir den anhören kann oder nicht. Und der ist es, glaube ich, nicht. Und ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich dachte, ey, jetzt habe ich gesagt, so schwer kann es nicht sein. Ich übe das jetzt so lange, bis ich denen da den Refrain vorspielen kann. Und dann dachte ich, nee, wir machen ja heute den Dopamin-Folgen und das Dopamin ist nicht mehr bei Taylor Swift und der Ukulele. Ich sag's euch, mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt ist ehrlich gesagt was wirklich Verwirrendes passiert, nämlich vor lauter Möglichkeiten und Dopamin habe ich jetzt im Grunde doch das gemacht, was ich eigentlich machen wollte, nämlich mir Klamotten für das Fotoshooting überlegt und die rausgesucht. Und ich habe sie wie eine Stylistin fotografiert, die Looks. Das klingt jetzt allerdings
professioneller, als es ist, denn es war eigentlich nur eine Ausweichstrategie. Weil, let's face it, das eigentlich Nervige an sich, Klamotten raussuchen für einen Anlass, wo man irgendwie angezogen sein muss, ist ja, dass man sich in einem doof findet, oft. Deswegen habe ich die Sachen einfach nicht angezogen. Ich habe sie ja gekauft. Ich weiß, dass ich die gut finde. Ich weiß, dass die schon mal funktionieren haben in der Vergangenheit. Ich werde jetzt einen Teufel tun, den ganzen Scheiß anzuziehen, nur weil meine Tagesstimmung dann sagt, nein, du bist hässlich. Also habe ich die Sachen einfach super niedlich fotografiert, mich darauf verlassen, dass ich das schon gut finden werde. Und im Notfall kann ich ja immer noch was anderes anziehen. Weniger Druck, Alter. Weniger Druck plus ein wirklich enormes Problem ist jetzt gar nicht so sehr dieses Selbstbewusstseinsding, sondern dass man halt gleichzeitig so viel zu tun hat. Dieses ganze rein, raus, nein, das sieht nicht gut aus. Man muss ja nicht am Körper testen. Ich habe jetzt alles auf den Boden gelegt, wie es wahrscheinlich die Stylisten machen. Und ob ich jetzt abschließend als Belohnung, denn das empfinde ich als Belohnung, all den Kram, der mir gerade perfekt passiert ist, der perfekte Kreis hat sich ja geschlossen. Ein winziger, perfekter, begleiteter ADHS-Kreis. Weil mich das so befriedigt, schneide ich all diese kleinen Videos jetzt noch zu einem Ganzen zusammen, lade es auf YouTube hoch, boom, danach Gartenarbeit. Hier, weil ich es gerade mittendrin schneide und sonst wieder vergesse, wenn ihr Lust auf sowas habt, auf ich merke, Alter, ich genau jetzt passiert's wieder und euch einfach mitnehme in den kleinen, egalen Kram, der ADHS auch bedeutet, dann sagt mir das. Das ist echt die leichteste Übung. Und gleichzeitig, wenn euch das generell gefällt, bitte liked das. Es wird sich immer falsch anfühlen, jemanden zu bitten, etwas zu mögen. Bitte liked es trotzdem wegen Algorithmus. Und ja, ich weiß immer noch nicht, was das eigentlich bedeutet. Und wenn es euch richtig gefällt und richtig hilft, dann schließt doch einfach eine Kanalmitgliedschaft ab. Das bedeutet eigentlich nur, ihr zahlt Geld und kriegt nichts extra. Aber ihr helft mir. Muss aber nicht sein. Ciao!